denn wir wollen zum Nachdenken anregen. Wir wollen niemanden überzeugen, wir wollen zum Nachdenken anregen. Also denkt nach, schafft euch Wissen, denn Wissen ist Macht. Der Medikus da hinten hängt da in der Wiedereröffnung. Das soll unser Motto heute sein. Vielen Dank, Speyer. Ich wünsche euch Gottes Segen. Danke, dass ihr da wart. Die Box. Oder, ja, warte, ich muss hier das dran machen, sonst funktioniert es nicht. So, Leute, wir haben es gleich, wir haben es gleich. So, jetzt aber. Speyer, schönen guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Greulich, ich bin Mensch, Vater, Unternehmer und war bis März wie der Bodo ein Vollschläfer. Ich habe also mit alle Schläfer Verständnis, weil ich war es auch 54 Jahre lang. Ich weiß nicht, ab wann wir. Ich habe mir gestern Abend, wo wir dann da oben in unsere Kojen liegen, mittlerweile haben wir uns ja. Der Bodo schläft unter mir, ich schlafe über ihm. Habe ich mir überlegt, ja, der liebe Gott gibt uns unser Gehirn, damit wir es verwenden. Deshalb 54 Jahre, ich denke mal ab 14 habe ich begonnen, das auch einzusetzen. Da habe ich mich von meinen Eltern abgenabelt. Und seit dem Tag habe ich versucht, das zu tun, was ich denke, was ich fühle. Mein Weg war ein guter Weg bis heute. Und im März habe ich dann gemerkt, oh, was machen die hier mit uns? Und dann lag ich da gestern so im Bett, habe darüber nachgedacht, über vieles nachgedacht. Man kommt ja dann auch nicht gleich zur Ruhe. Und habe darüber nachgedacht, was wir gestern für einen schönen Regenbogen hatten. Den haben wir euch heute mitgebracht. Die ersten Sonnenstrahlen scheinen schon durch. Wir haben ja gestern ein Interview gehabt mit dem SWR, die haben uns ja, finde ich, ziemlich dämliche Fragen gestellt. Handelt ihr aus religiösen Gründen? Kriegt ihr Spenden? Habe ich denen gesagt, fragt doch das mal die Berliner, wenn sie aus dem Bundestag kommen, so unvermittelt, ohne Vorwarnung. Weil, wenn schon das Wort Helmut Kohl fiel, dann erinnert sich ja jeder an die Spendenaffäre und er hat geschwiegen, seinen Freunden zuliebe bis ins Grab. Und da habe ich denen ja auch gesagt, Leute, wir sind da keine Deppen, wir wissen doch, wie man mit Geld umgeht, wir sind doch Unternehmer, das glaubten ihr. Und religiöse Gründe, da sage ich, ja klar, in dem Bus fährt unser Herrgott mit. Und wenn es dann mal so ist wie heute Morgen, dass die Stimmung nicht ganz so gut ist, weil eine miese Nachricht nach der anderen hier im Bus landet, dann wissen wir schon, was wir tun müssen, dass wir danach wieder so hier stehen. Und nicht so und so. Ich habe mich die letzten Tage intensiv um meine drei Töchter gekümmert, die sind 13, 15 und 17. Die eine, die jüngste, rief letzte Woche an und sagte zu mir, Papa, mir wird schlecht von der Maske. Dann habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich was tue. Dann habe ich der Schule angerufen und habe gesagt, dass die erstmal meine Kinder mit einem Arzt verknüpft, die haben mit dem gesprochen, die haben alle drei einen Attest. Dann habe ich in der Schule angerufen, habe meinen Job gemacht als Vater, habe gesagt, Freunde, ich sage euch was, meine Kinder haben einen Attest und ab heute gehen die ohne Maske in die Schule. Und wenn es die Ersten sind, ich musste das dann noch schriftlich nachliefern, weil es könnte ja jeder anrufen, wir leben ja in einer Fake-Welt. Ich habe das dann schriftlich gemacht und habe gleich noch mit reingeschrieben, und wenn ihr euch getraut, meine Kinder PCR zu testen, dann könnt ihr mich erst recht erleben. Dann könnt ihr auf klagepaten.eu lesen, wie es euch geschieht. Das hat leider nicht gereicht, dass die Lehrer verstanden haben. Die haben trotzdem gesagt, dann setzt er wenigstens so einen Plastikbügel auf. Die Töchter haben mich angerufen, ich wieder in der Schule angerufen, habe gesagt, jetzt sage ich es euch nochmal. Die haben einen Attest und der Nächste, der meine Kinder in der Art und Weise anspricht, den klage ich persönlich an, den verfolge ich strafrechtlich. Und wenn er so viel Bußgeld kriegt, dass er seine Pension riskiert. Dann hat man zu mir gesagt, wir sind einig auf ihrer Seite. Dann habe ich gesagt, so, dann ändern wir doch jetzt den Ton. Dann organisieren Sie doch jetzt mal eine Elternveranstaltung. Ich komme hoch und wir klären die Eltern an der Schule einfach mal auf. Und als es dann so lief, man kommuniziert mit seinen Kindern heutzutage ja nicht mehr mit Gesprächen, nur manchmal, ich telefoniere schon viel, aber dann kommt, danke Papa, danke Papa, danke Papa. So, und jetzt ist Ruhe. Heute Morgen haben sie geschrieben, hat keiner mehr was gesagt. Da haben sie noch zu mir gesagt, kann aber sein, dass wir ihre Töchter auf die andere Seite im Klassenzimmer setzen müssen.
Da habe ich gesagt, das getrauen Sie sich mal. Mindestabstand kann ich akzeptieren, aber weiter nicht. Funktioniert auch ganz gut. So, das war der Aufruf an alle Eltern. Der Bodo hat schon gesagt, der Bodo hat das Beispiel mit dem Hund gebracht. Ich bringe noch ein anderes Beispiel, wenn man mit Pferde groß geworden ist. Und ich komme aus der Landwirtschaft, deshalb stehe ich auch mit beiden Füßen auf dem Boden. Wer sich mal getraut hat, zu einer Stute in die Box gegangen, die heute Nacht gefohlt hat, der weiß, was ich meine. Und das ist das, was fehlt. Und als ich dann heute Nacht so da oben lag und nicht gleich einschlafen konnte, da habe ich mal gedacht, habe ich die CDU mal umbenannt in Christian Droschtens Unfähigkeitspartei. Und ich habe für die anderen Parteien fällt mir auch noch was ein, aber ich habe das Buch gelesen, deshalb war ich im März gut präpariert, der größte Crash aller Zeiten, habe ich zu Weihnachten Geschenk gekriegt von einer lieben Freundin, die ich auch hier grüßen möchte. Gelesen habe ich das Buch nie, aber 5-mal angehört, weil ich sitze ja nur im Auto. Und da steht drin, den Volksparteien läuft das Volk davon. Im Moment kann man es nicht unbedingt sehen. Frau Merkel ist ein guten Wind, die wird sich wahrscheinlich drüber freuen, aber das hat sich der Honecker auch bis kurz vor Schluss. Und ich kann heute Morgen nur sagen, tretet aus den Mischparteien aus, die vertreten euch gar nicht. Die treten euch, aber sie vertreten euch nicht. Und wenn ich als braver deutscher Unternehmer, habe immer ordentlich gearbeitet, immer meine Steuern brav bezahlt, habe mich immer vom Finanzamt drangsalieren lassen, weil die können ja nur Vollstreckungsbescheide und Säumniszuschläge. Das Wort Danke und Danke, dass ihr für uns was tut, das kennen die ja in Deutschland nicht. Denn den Respekt vor unseren Politikern und vor all den Kandidaten da in Berlin habe ich echt verloren. Also ich habe keine Lust mehr wählen zu gehen und ich mache erst wieder mit, wenn man aus diesem total oversized 700-Mann-Laden. Ich meine, jeder weiß, was das uns kostet. Heute Morgen habe ich da noch gelesen, dass wir der größte Nettozahler des Corona-EU-Wiederaufbaus sind. Ich frage mich, welchen Aufbau? Die reißen es im Moment ja noch ein, die bauen es ja gar nicht auf. Sie reißen es immer weiter ein, eine Nachricht nach der anderen. Schaut nach Neuseeland, in die ganzen Länder. Ist zwar nicht Europa, aber England, auch nicht mehr lange Europa, was da alles geht. Jeder wird es Zeit, dass wir noch viel, viel mehr werden, viel mehr auf die Straße gehen. Und es geht um die Wahrheit und sonst geht es um nichts. Und ich habe keine Lust, dass ich irgendwann mal hier stehe und muss meine Kinder verteidigen gegen irgendwelche dämlichen Impfungen und so weiter. Ich habe mich lang genug mit alternativen Methoden beschäftigt, um zu wissen, dass das die Lösung für eine Krankheit nicht ist. Aber unsere Schulmedizin hat noch nicht verstanden, dass eine seelische Disharmonie zur Krankheit führt und nicht irgendein Virus. Und die haben auch nicht verstanden, dass Leben nur entsteht, wenn das Leben beginnt, der liebe Gott seinen Atem dazu gibt. Und wenn der fehlt, dann wird es auch kein Leben. Und wie die mit uns umgehen, das ist unmenschlich. Habe ich vorhin gesehen, die Schule ruft die Schüler auf, im Bus zu schauen, wer die Maske nicht aufhat, uns an der Schule zu melden, zu denunzieren. Und dann heißt die Schule irgendwas mit freie, christliche, irgendwas. Da sage ich dem Schulleiter, benenn die Schule um und nimm das christlich raus, weil mit christlich hat das nichts zu tun. Und dazu muss man in keiner Kirche sein, um das zu sagen. Ich bin in keiner Kirche, in keiner Partei. Ich danke dem Bodo, dass er es ab und zu mal sagt, wir sind keine Nazis. Ich meine sowas, ich habe es gar nicht nötig, mich dazu rechtfertigen. Hier steht man nicht, weil man Nazi ist, sondern so ein Blödsinn. Aber das ist natürlich so, wenn einem nichts einfällt, dann geht es an die Diskreditierung. Dafür können wir uns nur bedanken, weil das macht es eigentlich nur viel publiker. Und man sieht es ja, wir werden jeden Tag mehr, das hätte man gar nicht gedacht. Und ich kann es auch nur sagen, die beste Entscheidung war, dass ich gesagt habe, ich gehe 3 Wochen mit und ich schaue, dass ich meine Firma 3 Wochen so gemanagt kriege, dass die ohne mich läuft. Ich tue ja trotzdem, wir haben ja Arbeitsplätze da drin, aber das tut, ihr steht ja auch hier. Und sollte jemand das Gefühl haben, seine Freunde verloren zu haben, dann schaut euch um, dreht euch einfach mal wieder so mit dem, wie es der Bodo immer macht, dann seht ihr eure Freunde. Und mehr braucht er nicht. Und jetzt sage ich noch ein Danke an alle, die zuhören, an alle, die Tour verfolgen. Es ist der Hammer, wie es in Deutschland brodelt. Ich sag's euch, ihr könnt's abwarten, dann fliegt denen das Ding um die Ohren. Die Lügen werden ein Ende haben. Dann beginnt natürlich die wahre Arbeit, weil wenn wir uns dann endlich mal von der Frau Merkel entledigen und den Herrn Söder und den Herrn Spahn, dann mir fällt leider niemand ein.
den wir da nachsetzen könnten, außer es sind solche wie mir. Aber es gibt ja Stimmen, wir brauchen Leute, die schon mal in ihrem Leben was gearbeitet haben, die dann nach Berlin gehen, die sich dort nicht ein Leben lang den Hintern absitzen für unser Geld, sondern die was tun für unser Land. Und ich glaube, da brauchen wir keine 700, ich glaube, da langen 250. Wenn die richtig was tun, dann langen 250. So, da möchte ich noch ein letztes Danke loswerden an die ganzen Stadtverwaltungen, mit denen ich ja überwiegend den Kontakt habe. Das ist perfekt, wie wir empfangen wurden, wie die Demos genehmigt wurden. Wir haben die ersten 6 Tage überhaupt gar nicht die Chance gehabt, uns an die Spielregeln zu halten. Und alle haben genehmigt. Aus Speyer extrem kooperativ. Und man sieht es ja auch an den Beamten im Hintergrund. Ich weiß ganz genau, dass auch unsere Polizeibeamten die Liebe im Herzen haben. Und wenn sie dürften, wie sie könnten, dann würden sie mitmachen. Und ich kann sie ja nur ermutigen, demonstriert. Ich habe als 14-Jähriger im Gymnasium einen Mathematiklehrer gehabt, der kam morgens immer rein und sagt, habt ihr heute schon gekürzt? Was der gute Mann wollte, war uns das Bruchrechnen beibringen. Wir hatten keinen Bock drauf, haben aber trotzdem mitgemacht. Und er hat uns dann so erklärt, dass Bruchrechnen quasi wie Gruppensex ist, jeder mit jedem rechts, links, oben, unten. Er hat es ganz gut gemacht. Aber ich habe mir dann letzte Woche mal gedacht, ja, man sollte jeden Abend im Bett liegen und sagen, hast du heute schon demonstriert? Hast du heute schon remonstriert? Ja, Hammer! Ja. In dem Sinn, herzlichen Dank, Speyer. Es geht weiter nach Stuttgart. Und ich danke auch euch zwei für euer tolles Team im Bus. Besten Dank.